herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar haben wir heute eine richtig gute Idee. Wir haben nämlich von dem Floß-Event noch sehr, sehr viele Türen übrig. Das hier sind noch nicht mal alle. Und da haben wir uns jetzt überlegt, was wir damit noch mal Cooles machen können. Wir wollen ein Kartenhaus bauen und da die Idee so kompliziert ist, zeigen wir euch jetzt im Modell, wie das funktionieren soll. Ich glaube, so einfach wird es gar nicht. Nein! Wir bauen uns jetzt einfach ein echtes Reichtum. Wir machen jetzt mal einen Größenvergleich zwischen Karte und Tür, dass ihr wisst, wie fett das Ganze nachher in echt wird. Also ich glaube, ganz so einfach ist es gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie wir die zusammenstellen, dass es überhaupt ein bisschen hält. Und am Ende schmeißen wir das Ganze zusammen. Ich glaube, das wird das Beste von allen. Wir bauen ein Kartenhaus und dann fahren wir mit dem Auto durchs Kartenhaus. Die Frage ist, wie schnell wir die so auseinanderbauen, also wie der beste Winkel ist. Deswegen ist es sehr kompliziert, aber dafür haben wir den Daniel, unseren Kasseningenieur, eingestellt. Hast du den Gradwinkel schon berechnet, den idealen? Nee, Quatsch. Pi mal Daumen. 64 Grad ist das Stabilste, das hat man gerade gesehen. Alter Johannes, seit wann arbeiten wir so akkurat? Ich hab in meinem Leben tatsächlich noch nie mit einer Wasserwaage gearbeitet, aber hier ist echt wichtig, weil wenn es so hoch wird, muss es ja gerade sein, sonst fällt es um. Die Schweren kommen nach unten, die Leichten nach oben. Mit der Leiter kommen wir jetzt nicht wirklich weiter, deswegen müssen wir uns jetzt hier irgendwie ein Gerüst bauen. Wir haben jetzt mal unsere lokale Brauerei angerufen, die kommen jetzt zum LKW und bringen uns ganz viele Bierkästen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Meinst du, die bringen leere oder volle? Ich glaube, die bringen vor allem leere Kästen. Aber ich hoffe auch ein paar volle. Also ganz, ganz vielen Dank an Funksteller, dass sie jetzt so spontan hier waren und uns so viele Kästen vorbeigebracht haben. Ich finde, einen besseren Partner für so ein Kartenhaus gibt es ja eh nicht. Kurze Frage, was glaubt ihr, wie hoch das heute wird? 12 müsst ihr hinkriegen. Ich hätte auch auf 12 Meter getippt. Nee, ich nehme meinen Tipp komplett zurück. 8 Meter bei der Konstruktion. Guck mal hier. Lebensgefährlich. Wenn du daneben liegst, gibst du dann ein Bier aus? Ja, 2. Okay. Das ist eine richtig gute Idee. Wisst ihr, was der Fehler ist? Es wäre viel stabiler, wenn wir uns alles mit Vollen geliefert hätten. Aber die Vollen haben wir woanders. Daniel, was machst du da? Wir arbeiten und gleich haben wir Durst und die Getränke müssen gekühlt werden. Warum denn auf der Garage? Es wird eine Strandbar da oben. Ich brauche noch einen Kühlschrank hier oben, sonst ist das Bier zu warm. Gehen auch 2 Kühlschränke? Ja, warum nicht? Sieht vielleicht nicht so aus, aber hier entsteht die erste Funkstätter Strandbar. Es ist richtig heiß hier, deswegen hätte ich gerne Limo. Ist auf der Garage, kannst du eine holen gehen? Ja, mach ich. Und ja. Kevin, was sagst du zu der Limo?
Also die ist gut, Erik mir empfohlen. Erik, woher kennst du die Firma? Das ist eine lokale, ansässige Firma hier aus Funkstadt. Das ist der Hammer. Und es ist vor allem wirklich die beste Kooperation, also Sachen Versorgung, die wir je hatten. Ich glaube, wenn wir das komplett fertig bauen wollen, also 8 Stockwerke, brauchen wir doch mal ein bisschen professionelles Gerät jetzt. Was sagst du zum Kartenhaus? Biegt sich halt ein bisschen durch, ne? Ich weiß nicht genau, wie lange das noch hält. So ein Projekt hat die Stadt Funkstadt auch nicht gesehen, ne? Nee, es ist mir unbekannt bis jetzt, muss man schon sagen. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Im Hintergrund haben wir beste Aussicht auf den TÜV Hessen. Meinst du, der TÜV nimmt es ab? Ja, definitiv. Wird das gelingen, das komplett fertig zu bauen? Also die Erfahrung, die ich bis jetzt mit den Real-Life-Guys hatte, das gelingt immer in irgendeiner Art und Weise. Es wird zwar ein bisschen chaotisch, es hakt irgendwo, aber am Ende klappt es. Ist es riesig oder ist es gigantisch riesig? Gigantisch riesig. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, who that ass survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, change haters on a tirade. Sind wir so hoch gekommen, dass wir mittlerweile Türenmangel haben? Ja, das geht ganz genau auf. Da liegt die letzte Tür. Ernsthaft, wir haben nicht mehr Türen? Es hat genau gepasst. Es hat genau gepasst. Boah, Alter, das sieht so gestört aus da oben. So, das war's, Ende. 15 Meter. Julius, ja? Wir sind auf 15 Meter. Echt? Die Hebebühne geht nicht höher. Hast du Höhenangst? Nö, ich hab Angst, dass das Ding einkracht. With the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowin' that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, could you see me making moves while I'm at? I'm still on the grind, living to hit into the sky. Change haters on a tirade. Ihr seid fertig jetzt? Korrekt. Hat gut geklappt? Mega gut geklappt. Hättest du gedacht, dass es so groß wird? Nee, vor allem in dem Zeitplan hätte ich es nie gedacht. Als wir heute Mittag da waren, war das zur Hälfte da. Und jetzt, was sind das, 15 Meter? Ja, mindestens, ja. Wahnsinn. Daniel, worauf achten Sie beim Hausumfahren? Ich weise auf die allgemeine Anschnallpflicht hin. Sehr vorbildlich. Was sind eure letzte Worte, Jungs? Helm ist auf, alles vorbereitet. Es kann nicht schief gehen. Dann habe ich keine Panik. Ich glaube,
Spiegel, der ist nicht mehr zu retten, da muss man einen neuen kaufen. Kfz ist topfit, morgen bei eBay wie neu. Du trinkst ja nach der Aktion immer noch in Ruhe dein Bier, oder? Ja, du, das ist genau nach Plan verlaufen. Also, so ein bisschen Bruch war einkalkuliert. Also ich bin froh, dass der Halle nichts passiert ist. Hat Spaß gemacht, ist gut gegangen, besser ja. Geht's nicht. Ihr habt ja damals schon immer Videos gemacht, wo es auch gekracht hat und so. War das heute ehrenwürdig? Also ich fand, das war halt schön sinnlos. Ich finde auch. Manchmal muss man einfach Projekte machen, die keinen Sinn haben, die auch viel Spaß machen. Uns hat definitiv Spaß gemacht. Nate, jetzt erstmal am Ende des Tages noch einen chilligen Burger reinhauen. Also ich hatte gerade wirklich Bauchschmerzen, weil ich dachte, wir gehen alle drauf. Vor allem du, Julius. Weißt du, wie bei echt jeder echten guten Stuntshow muss der Nachhaut direkt aufgeräumt werden. Jojo, erster Praktikumstag, wie war's? Praktikanten müssen immer die Drecksarbeit machen. Nehmt euch mal ein Beispiel an dem Jojo. Er ist Praktikant, der muss noch. Macht dir das Spaß? Ja! Weißt du, woran man erkennt, dass es ein harter Tag war? Woran? Wenn der Rücken voll geschwitzt ist. Ist mein Rücken voll geschwitzt? Ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir es wirklich schaffen, so hoch zu bauen. Es war jetzt ganze 15 Meter hoch. Ich glaube sogar noch ein bisschen höher. Ganz, ganz lieben Dank auch nochmal an Funkstätter, dass sie das Projekt mit uns durchgezogen haben. Es hat echt super viel Spaß gemacht mit euch. Und an dem heißen Sommertag wart ihr der perfekte Partner. Das nächste Video wird richtig geil. Wir bauen gerade eine Rakete und versuchen dabei nicht zu sterben, zumindest ich. Bald kommt dann auch wieder ein Test mit dem U-Boot. Ich glaube, das wird richtig nice. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao. Ciao.